Guten Morgen und willkommen zum Vortrag von Fabian. Von der Freiheit zur Abhängigkeit. Klingt erstmal nicht so schön, aber ich glaube, dein Vortrag wird sehr interessant. Du hast da auch persönlich was damit zu tun, so wie ich das rauslese. Und steckst da möglicherweise in irgendwelchen Überlegungen, und die wirst du uns jetzt mitteilen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß mit Fabian. Ja, danke schön, dass ihr heute da seid. Das ist mein erster Vortrag auf einer GPN und das zweite Mal, dass ich auf einer GPN bin. Also bin ich super dankbar, heute hier zu sein und einfach ein bisschen zu erzählen. Vorweg eine Frage. Wer von euch hat schon mal eine tolle, kostenfreie Software gefunden, die genau das lösen sollte, was genau das löst, wo man dachte, das braucht man, und und wurde dann aber doch direkt zur Kasse gebeten, ohne dass man einen relevanten Nutzen genossen hatte. Einfach mal die Hand heben. Mal die Hand heben. So ein schönes Freemium kam's rein. Und wer von euch die Hand oben lassen? Wer von euch hat dann auch bezahlt? Ja, wenige Hände bleiben oben, aber zum Teil, das fängt ja da an, man baut da irgendetwas, auch schon kreativ zusammen, heißt ja kostenlose Version, und sobald man es dann runterladen will, man hat schon 1-2 Stunden reingesteckt, Anfängerfehler, kommt dann der Pay-Button. Das ist ein bisschen unschön, aber doch zum Teil ein gewisser Stand, den wir gerade an der Stelle haben. Der Fahrplan durch die nächsten 30 Minuten. Wir haben ungefähr 20 Minuten Vortrag vor uns und dann 10 Minuten Diskussion. Dabei gehen wir so ein bisschen durch die Geschichte des Internets und schauen, was ist da eigentlich schiefgegangen, dass wir am Ende fast überall Softwarelösungen haben, vor allem im B2B-Umfeld, wir uns großartige Lösungen versprechen, kostenlos, und dann eigentlich fast alles Freemium-Modelle, Abo-Modelle, ähnliche Software-as-a-Service sind. Fangen wir mal an. 1969 wurden die ersten 4 Computernetzwerke von verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen, konkret Universitäten, in den USA verbunden. Und das Ganze diente damals wissenschaftlichen Zwecken, dass sich die Wissenschaftler austauschen können über ihre Forschung, auch zum Teil militärischen Zwecken. Also Wissenschaft und Militär als treibende Kräfte dieses Netzwerks am Anfang. Und an kommerzielle Aktivitäten, den Verkauf von irgendwelchen Produkten, Dienstleistungen oder irgendwelchen Software-Abos, war damals noch überhaupt nicht zu denken. Und das Internet war praktisch frei von diesen privatwirtschaftlichen Interessen. Das hat sich dann erst später geändert. Entscheidende Grundlage dafür war das World Wide Web, also die Möglichkeit, auch so schöne HTML-Seiten aufzurufen, sich Dinge anzugucken, lustige Worte zu lesen. Tim Berners-Lee am CERN in Genf war mit seiner Forschungsgruppe da maßgeblich beteiligt. Aber das Internet war immer noch für wissenschaftliche Einrichtungen, für militärische Einrichtungen. Erst durch die Öffnung des Internets, durch die National Science Foundation, wurden erste kommerzielle Internet Service Provider überhaupt auf diesem Netzwerk gestattet. Und das gilt so ein bisschen als die Wiege des E-Commerce, wobei damals dieser Gedanke E-Commerce für die Unternehmen, auch wenn man sich Mediamarkt anschaut zu der Zeit oder andere, war eher eine Erweiterung vom Versandhandel. Man kannte es ja schon, so ein Herr Otto hatte in den 50er, 60er Jahren angefangen, seine Kataloge zu verschicken. Die hat man irgendwie nach Hause bekommen, sowas habe ich von meinen Eltern erfahren, vor geraumer Vorzeit. Und dann konnte man sich irgendwie Dinge bestellen und die kamen nach Hause. Und der erste Gedanke war, diese Kataloge jetzt einfach im Internet darzustellen, sodass Leute sich Dinge bestellen können und sie nach Hause kommen. Das war so einer der ersten
der ersten Kommerzialisierungsschritte nach dieser Freigabe durch die National Science Foundation. Und ja, es ist faszinierend. Nicht nur Produkte, sondern relativ schnell auch Software wurde vertrieben übers Internet, damals aber noch in physischer Form. Da gab es so physische Datenträger, ich kenne das eigentlich nicht wirklich, aber die wurden dann da versendet und per Post in so Briefumschlägen, und dann konnte man die irgendwie in den Computer reinstecken. Damals gab es so Laufwerke oder sowas. Ei. Und dann kamen die ersten Online-Shops direkt ein Jahr später, 1992, mit Bookstacks Unlimited. Und das war praktisch so ein Versandkatalog. Da konnte man seinen Versandkatalog auch durchblättern, noch nicht wirklich online, hatte dann so eine Bestellseite, ziemlich kurz gebunden, welche ISBN möchte ich haben. Und dann konnte man die bestellen, die wurde dann zu einem nach Hause geschickt, das Buch. War so der erste Online-Buchhandel. Ganze 3 Jahre hat es gedauert, bis der erste große Online-Händler, den wir heute noch kennen, auf den Plan kam. Und zwar der Jeff Bezos mit Amazon.com, war nicht der erste Online-Buchhändler. 3 Jahre nach dem ersten Online-Buchhändler hat es gebraucht, bis Amazon um die Ecke kam. Sie waren nicht die Ersten, aber sie haben es geschafft, ihre Prozesse, ihr Unternehmen so aufzubauen, dass sie im Vergleich zu den schon bestehenden ein deutlich besseres Nutzererlebnis hatten. Was aber auch in der Frühphase mit einem Haufen Herausforderungen verbunden war. Ja, dann Amazon war am Start. Alle waren bereit für die große Party. Der Dotcom-Boom. Investieren Sie in das Internet, werden Sie reich, ganz sicher. Telekom-Aktien, der neue Markt, der Fortschritt, der ist jetzt da. Das war die Entdeckung des Internets durch Unternehmer, Investoren, Privatanleger, der da so ein bisschen den Metaverse-Hype in den letzten paar Jahren mitbekommen hat, kann da vielleicht auch gewisse Parallelen ziehen an der Stelle. Aufstieg und Fall von diesen Unternehmen, neue Markt als Börsensegment wurde wieder komplett geschlossen. Und damals, das war eine Zeit, da hat jede Website, musst eine Website aufsetzen, einen relativ einfachen Businessplan, und dann hast du Gelder dafür bekommen, konntest an die Börse gehen, aber du musstest nicht zeigen, dass du einen entsprechenden Mehrwert bieten kannst. Weil in der Regel ist das so, du musst irgendwas machen, was für irgendwelche Leute Mehrwert schafft, damit dir irgendwelche Leute Geld geben. Und wenn das nicht so ist, dann können dir Leute Geld geben, weil sie darauf hoffen, dass das passiert. Aber wenn das niemals passiert, gibt dir auch niemand Geld, wenn das rauskommt. Und an der Stelle kam es dann erstmal zu einer gewissen Ernüchterung, wenn auch festgestellt wurde, dass Unternehmen jetzt seit der Zeit auch an der Weiterentwicklung vom Internet mitwirken und sie mit vorantreiben. Ein Wendepunkt hier 2006 waren die sozialen Medien mit Twitter, einer der Plattformen, die wir noch bis heute in der Form kennen und die sich tatsächlich ja in den letzten 15 Jahren kaum verändert hat als Plattform von der Grundfunktionalität. Abgesehen, wir cutten mal das letzte Jahr raus an der Stelle. und das ist der Weg von Nutzern, reinen Nutzern, die sich Websites angucken, zu Erzeugern. Der Nutzer, der darüber twittert, wie er aufs Klo geht oder auf dem Klo davon twittert, was sein neuester Einfall ist, hin zum Nutzer als Produkt. Die Nutzerinteraktion, da gab es diese ganzen Startups, Twitter, Facebook, Millionen von Aufrufe auf der Seite, gefragt, ja, was machen wir jetzt? Ne? Irgendwie muss man zumindest in der Größenordnung so zentralisiert auch Geld verdienen. Und die Folge war Werbung, Datenhandel und Monetarisierung von Nutzerinteraktionen an der Stelle.
ja, das war eine neue Ära von Kommunikation und Verbindung, vor allem für die Allgemeinbevölkerung. Leute, die vorher noch keinen richtigen Zugang ins Internet hatten, weil es war irgendwie schwierig, es war irgendwie komplex. Die haben da einen Zugang bekommen, benutzerfreundlich das Ganze, aber auch zentralisiert und kontrolliert auf der anderen Seite. Und das Konzept, was dahinter steckt, nennt sich Walled Gardens. Das ist die Idee, dass Gewinn durch Inbesitznahme vonstatten geht. Abgeschlossene Systeme. Der App Store zum Beispiel als einzige Plattform, um deine App auf ein iPhone zu bekommen, ist ein Walled Garden. Reddit, statt auf viele einzelne Foren zu gehen, die du vorher einzeln raussuchen musstest, wo unterschiedliche Leute unterschiedliche Regeln hatten, gehst du jetzt auf Reddit und hast dort eine Sammlung von Foren, die du da nutzen kannst. Ähnliches bei Social Media oder auch im E-Commerce-Bereich. Auswirkungen auf die Nutzer sind eben Bequemlichkeit. Die breite Masse der Gesellschaft möchte sich nicht so viele Gedanken darüber machen, ist die Software, die ich mir jetzt auf mein Handy lade, ist die wirklich sicher? Macht mein Handy komische Dinge, wenn ich die runterlade? Und naja, komische Dinge sind ja schon auch irgendwie okay, aber welche Art von komischen Dingen? Na. Und deswegen vertraut der Otto-Normalverbraucher an der Stelle dann auf den App Store und auf die Kuration durch Apple. Das ist Bequemlichkeit auf den Plattformen. Reddit, das ist Benutzerfreundlichkeit. Die Foren, die hatten unterschiedliche Strukturen, die waren individuell. Da musste man sich damit beschäftigen, wo man die auch findet. Also alles Anstrengungen, alles Anstrengungen. Und insbesondere das Thema der Vorselektion. Wie finde ich eigentlich die Foren, die wirklich gut sind? Das ist ein Thema, was einiges an Denkleistung, Kreativität und Co. fördert. Und es ist doch viel schöner, wenn man einen Nutzerfeed hat, wo einem alles Stück für Stück mundgerecht geschickt wird. Vielleicht nicht aus unserer Perspektive, aber aus der Perspektive von ganz vielen Leuten, die draußen auf der Straße rumlaufen, ist Vorselektion und die Nichtnotwendigkeit von Denken ein essentieller Punkt. Und natürlich auch der Dopaminkick. Wenn man die Leute heute sieht, schön, TikTok, Instagram, Reels, Shortformate, immer wieder ein leichter Dopaminkick an der Stelle. Definitiv ein Vorteil von Walled Gardens an der Stelle. Wenn das nicht der Fall wäre, man muss sich sein Video von einzelnen Seiten suchen, dann kommt man gar nicht in diesen Strom, wo man nur noch konsumiert, sondern da muss man bewusst selektieren, was möchte ich konsumieren. Und letzten Endes auch Kontrolle, aber auch Kontrolle und mangelnde Transparenz. Diese Gärten entscheiden darüber, was wir sehen, was wir nutzen können, und wir haben eigentlich keine Ahnung im Detail, was die so mit unseren Daten machen, mit den Informationen, die wir ihnen preisgeben. Und wenn Amazon ein Produkt nicht auf ihrer Plattform haben will, dann ist dieses Produkt nicht auf ihrer Plattform. Ist das relevant? Naja, wenn der durchschnittliche Amerikaner heute Amazon nutzt, wenn er etwas im Internet kaufen möchte, und Amazon damit dann entscheidet, was der durchschnittliche Amerikaner kaufen kann, aber wenn für ihn das Internet nur noch aus dieser Plattform besteht, dann ist das eine massive Monopolisierung des Internets an der Stelle. Von einer Freiheit, von einem Web, was über Webbrowser durchscrollt wird auf unterschiedliche Seiten, hin zu wenigen Seiten, die nur noch gezielt aufgerufen werden. Du möchtest etwas kaufen? Alles klar, dann öffnest du Amazon. Du möchtest mit Leuten interagieren in einem Forum? Okay, dann öffnest du Reddit. Du möchtest Dinge von dir teilen? Dann legst du keinen Blog mehr an. Wir schon, aber in der Regel legst du dann keinen Blog mehr an, sondern du machst dir eine Instagram-Seite auf. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen hier an der Stelle. Wenige große Plattformen erreicht eben einen Großteil dieser Nutzer. Im Internet heute. Ob Software oder eben Information,
Abo-Modelle und Walled Gardens verbreiten sich. Abo-Modelle, kennt ihr alle, ziehen uns in ihren Bann, weil wir können für niedrigen Betrag direkt die Software mal testen, dann sehen wir, oh, es funktioniert eigentlich ganz gut, aber ja, so ganz können tut es auch nicht alles, was wir brauchen, aber es funktioniert irgendwie. Und dann bleibt man da gerne mal drin, vergisst vielleicht auch das Abo zu kündigen und geht dann Monat für Monat weiter und zahlt natürlich insgesamt deutlich, deutlich mehr, wie wenn man eine Lifetime-Lizenz kaufen würde. Wobei man da auch sehen muss, Abo-Software heutzutage wird ja auch erneuert. Man hat immer die neueste Version. Wenn man eine Windows-Lizenz gekauft hat, dann war das eben das Windows, was man gekauft hat und nicht ja, die kommenden 10 Jahre immer die neueste Windows-Version. Also ist auch ein spannender Aspekt. Welche potenziell negativen Auswirkungen hat diese Kommerzialisierung? Zum einen auf den Einzelnen ist es durchaus ein Verlust der Privatsphäre, Überwachung und Datennutzung. Man könnte jetzt fragen, warum Überwachung? Ich meine, man kann ja immer noch auf irgendwelche anderen Plattformen gehen, man kann immer noch im Internet irgendeinen kleinen Online-Shop unterstützen. Wenn ein Großteil der Umsätze nur noch über diese großen Plattformen stattfindet, dann werden diese kleinen Online-Shops, wenn sie nicht eine enorm starke Fanbase haben, Stück für Stück zumachen. Eine gewisse Gegenbewegung an der Stelle sieht man mit Shopify, der Shopify-Plattform, wobei das auch wieder Vor- und Nachteile hat und natürlich auch eine Kontrolle darstellt. Wenn Shopify sagt, wir wollen folgende Produkte nicht über unser System laufen lassen, dann kann man diese Produkte eben nicht mehr verkaufen. Und dann macht Shopify einem den Shop zu, wo vorher vielleicht 10 Millionen Euro Jahresumsatz reinkommen, kam dann kein Euro mehr rein. Die Mitarbeiter kann man entlassen oder man sucht sich eine andere Shop-Plattform, aber muss erstmal eine entsprechende Zeit investieren, um es alles wieder aufzubauen. Also ist auch wieder eine gewisse Kontrolle an der Stelle. Dann haben wir natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft. Informationsmonopole, Echokammern, gegebenenfalls politische Manipulation. Wenn wir nur noch Feeds sehen mit Dingen, die uns eh interessieren, dann sehen wir mehr Dinge, die uns eh interessieren und stoßen weniger auf andere Denkansätze, andere Überzeugungen, andere Ideen. Das Ganze hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. Monopolbildung, Innovationshemmung, Wettbewerbsverzerrung. Warum? Diese großen Firmen haben zum einen, was wir sehr positiv sehen können, die Möglichkeit, neue Technologien massiv voranzutreiben, wie es zum Teil unsere Universitäten heutzutage nicht unbedingt haben an finanziellen Mitteln. Auf der anderen Seite haben sie dann aber auch das komplette Monopol für diese Technologien. Und am Ende die ethische Dimension, die Frage der Verantwortung von Technologieunternehmen und der Bedarf an Regulierung, der aber auch vielseitig zu sehen ist. Weil wir können einen großen Konzern, ein Monopol, können wir zerschlagen. Das können wir tun. Die Frage ist eben, wer ist in der Lage, diese Entwicklungen voranzutreiben? Geht das dann wieder stärker in die Universitäten? Geht das in andere Formen der Zusammenarbeit? Und auch Regulierungen haben am Ende des Tages häufig auch Nachteile, die man so nicht auf dem ersten Blick sieht und die auch unsere Politiker an der Stelle nicht auf dem ersten Blick bedenken und sehen, was das denn eigentlich konkret bedeutet, vor allem im Zusammenspiel mit den technologischen Möglichkeiten, was die Technologie eigentlich leisten kann. Und da können Regulierungen auch wieder dazu führen, dass wir am Ende wieder in einer Kontrolle landen, diesmal aber nochmal anders gegliedert. Ja, das waren jetzt irgendwie ein bisschen aufgeregt, runtergerattert, ein paar Punkte, ein paar Ideen. Ich würde super gerne mit euch jetzt ins Gespräch darüber kommen, in einer kleinen
Fragerunde, Diskussionsrunde, weil jeder Einzelne von uns trägt eine Verantwortung für die Zukunft vom Internet. Aber wie können wir es schaffen, das auch in die Breite der Gesellschaft zu tragen? Es ist schön, wenn wir dezentrale Netzwerke zur Kommunikation zwischen uns verwenden. Das ist großartig. Aber wenn wir damit es nicht schaffen, die großen 90% der Bevölkerung zu überzeugen, was die Usability, die Nutzerfreundlichkeit, die Bequemlichkeit angeht, dann haben wir da auch eine Herausforderung. Also, wie können wir diese Verantwortung in die Breite der Gesellschaft tragen? Vielen Dank. Für den Vortrag. Fragen? Zwei schnelle Punkte. Und zwar, ich bin freie Software-Enthusiast, Richard Stallman und so. Wenn im Internet über freie Software geredet wird oder die neueste Software in einem Video vorgestellt wird, dann fällt meist unter dem Tisch, dass sich frei in dem Fall auf Freiheit bezieht und nicht frei im Sinne von kostenlos. Im Gegensatz zu kommerzieller Software wird oft unter den Tisch fallen gelassen, dass das freie Software jetzt nicht kostenlos ist und deswegen toll ist, sondern weil sie aus ihrer lizenztechnischen Natur heraus Freiheiten gewährt. Worauf ich hinaus möchte, im Internet fällt der Gedanke oft unter den Tisch, dass etwas nicht kommerziell sein kann, sondern es wird darauf geachtet, ob jetzt was kostet oder ob Software was nicht kostet. Und mein zweiter Punkt, zum Beispiel so Plattformen wie YouTube. YouTube ist eine, ich würde sagen, die größte globale Videoplattform. YouTube als solches, als Konzept, das habe ich von Louis Rossman, ist so gesehen vielleicht gar nicht stemmbar. Weil, sagen wir jetzt mal, ein Hetzner würde jetzt gar nicht hergehen und die global größte Videoplattform hosten, ohne sich dafür ordentlich entlohnen zu lassen. Das heißt, die letzten 10, 15 Jahre ist das Internet in vielerlei Hinsicht aus einer Blase entstanden, die bald zu platzen droht, weil die Konzepte dahinter niemals gewinnabwerfend durchdacht worden sind. Und gerade mit Investoren, die dann auch Gewinnabsichten haben und durch Werbeeinnahmen ihre Gewinne ausgezahlt haben möchten, befinden wir uns gerade auf einer Blase, die zu platzen droht. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Technologie drauf an. Viele große Unternehmen, die über Jahre Verluste getrieben haben, wie zum Beispiel Amazon, haben ja in den letzten Jahren gezeigt, dass sie, wenn auch nicht über ihr eigentliches Geschäftsmodell, mit dem sie gestartet sind, aber über andere Modelle wie ihre AWS-Sparte, es schaffen, in die Gewinnzone zu kommen. Und auch Google verdient mit ihrem ganzen Bereich Suchmaschinenwerbung massive Einnahmen und kann damit andere Projekte querfinanzieren. Ja, was mir bei der Kommerzialisierung des Internets auch wichtig ist, ich habe mal versucht, einen Webdienst zu hosten. Und den wollte ich auch kostenfrei und wirklich völlig transparent anbieten, ohne jegliche Tracking-Verbindungen. Sowas ähnliches wie WeTransfer. Das war so ein Datentransfer. Ja. Und je mehr ich mich einfach in die Gesetzeslage eingelesen habe, auch mit dem Gesetz des unlauteren Wettbewerbs, desto mehr ist mir immer flauer geworden im Magen, weil man quasi gefühlt als einzelne Person mit einem Bein praktisch vor dem Knast steht. Also es fehlt nur eine Anwaltskanzlei, die auf einen aufmerksam wird. Und dann wird man des Lebens nicht mehr froh, egal ob man jetzt ein Impressum hat oder auch nicht. Ne? Aber selbst ohne Gewinnabsichten, einfach wenn man was Gutes tun will, aus einer wohlwollenden Sache heraus, in den 90ern hätte das wahrscheinlich noch funktioniert. Aber heutzutage, man kann das einfach nicht mehr machen, als einzelne Person sowieso nicht, ohne genügend finanzielle Reserve oder eine eigene Rechtsabteilung. Also da glaube ich einfach, dass die Gesetze solche Einzelprojekte auch bewusst rausdrängen. Und die großen Player eben dann unter sich bleiben einfach. Ja, ich glaube auch, dass zum Teil auch an der Stelle Herausforderungen durch Regulierungen entstehen. Das wäre auch ein Thema in der Präsentation ganz kurz. Ja, das ist definitiv ein,
ein Problem, vor allem auch die Überwachbarkeit. Ich meine, da treffen wieder Interessen gegeneinander. Auf der einen Seite wollen wir als Gesellschaft bestimmte Dinge nicht im Internet sehen. Also als Gesellschaft haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass wir es uncool finden, wenn man uns eine Morddrohung schickt zum Beispiel. Dass wir das eigentlich nicht wollen. Und dann hat sich der Gesetzgeber überlegt, wie kann ich mich darum kümmern, dass ich irgendwie eine Chance habe, das nachzuvollziehen, wer das macht. Wer diese Drohung gesendet hat. Das ist ein massives Konfliktfeld. An der Stelle, aber auch an ganz vielen anderen Stellen, Data Sharing, da ist es ja eigentlich noch mal stärker, wenn ich sehe das Problem an der Stelle, wenn ein Film, nachdem er veröffentlicht wird und Millionen rein investiert wurden, direkt allen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und ihn sich dann niemand mehr so anschauen würde, dann würde das zu einem massiven Problem führen, beziehungsweise würde eben dazu führen, dass niemand mehr Filme an der Stelle so produzieren würde. Aber es ist eine spannende Frage. Ja, du hast ja die Hypothese aufgestellt, dass quasi der freie Teil des Internets kleiner geworden ist. Aber so in meiner Wahrnehmung wäre es ja eher so, es gab da das kleine freie Internet in den 90ern. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist halt jetzt noch ein großer, unfreier Teil dazugewachsen. Und ich würde behaupten, der freie Teil ist auch weiter gewachsen. Bloß halt dann proportional natürlich jetzt viel kleiner gegen Amazon und so weiter. Aber die Leute, die in dem unfreien Teil hängen, die waren davor ja auch schon unfrei. Also wer jetzt quasi von Amazon vorausgewählt bekommt, was er kaufen kann, der hat ja dann davor, da hat dann Walmart die Entscheidung getroffen, was steht im Regal, was steht nicht im Regal und was nicht im Regal steht, war ja genauso nicht zu kaufen. Also da ist ja dann die Frage eher, möchte man diese kleine Blase vergrößern und wollen die Leute das überhaupt haben, die da nicht drin waren und weiterhin nicht drin sind? Das ist eine spannende Frage. Wollen Leute Freiheit und welche Form von Freiheit wollen Leute? Und du hast absolut recht mit dem Punkt. Proportional sind die großen Player massivst gewachsen, aber in der absoluten Anzahl an Internet-Usern durch die Verbreitung des Netz ist möglicherweise da die Anzahl der absoluten Leute auch gestiegen im freien Teil des Internets. Wobei wir da auch Herausforderungen sehen, wenn wir auf Märkte wie China zum Beispiel blicken, wo Millionen von neuen Internet-Usern dazugekommen sind in den letzten 10 Jahren, die diese Form des unkuratierten Internets, was man einfach durchsucht, in der Form gar nicht kennen. Ja, ich wollte nur etwas anmerken zu dem Thema von Blasen, das du angesprochen hast, von Echokammern, insbesondere in dieser Meinungsschiene und in der Schiene der politischen Auseinandersetzung. Das Einzige, was mir dazu sinnvoll einfällt, ist, dass es halt manchmal tatsächlich hilft, sich bewusst auch Sachen aus Echokammern anzuschauen, von denen man jetzt eigentlich selber überhaupt nichts hält. So vor dem Gedanken, dass es selbst Meinungen, die man absolut für moralisch abgrundtief böse hält, trotzdem noch so ein menschliches Verständnis gibt, dass es zumindest häufig nicht bösartige Wahnsinnige sind, auch wenn sie so wirken mögen, sondern halt Leute einfach mit einer tatsächlichen Weltanschauung, die aber durchaus in ihrer eigenen internen Struktur durchdacht ist. Ich meine, grundsätzlich ist es ja nicht unmöglich, in andere Echokammern reinzuschauen. Ich glaube, es ist da auch beim Großteil der Bevölkerung einfach die Bequemlichkeit, in dem eigenen Umfeld zu bleiben und sich da nicht mit den anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, um auch nochmal auf deine Frage da zurückzukommen, wollen die Leute das überhaupt? Und ist es überhaupt ein erstrebenswertes Ziel, dass die Leute das wollen? Ich würde an der Stelle sagen, ja, und du hast recht mit der Bequemlichkeit, man kann das machen. Aber ich habe zumindest den Eindruck gehabt, dass viele Leute das bewusst nicht wollen, weil sie
häufig schon das sich auseinandersetzen mit einer gegensätzlichen Weltanschauung für ein Verraten ihrer eigenen Prinzipien halten. Also so ein Gedanke, wenn man sich anhört, was die Gegenseite zu sagen hat, dann ist das schon ein Schritt Richtung Akzeptanz oder Gutheißen derselben. Und da würde ich halt dagegen argumentieren und dazu aufrufen, dass man sowas nicht machen sollte. Gut. Man muss seine Feinde ja kennen. Gibt es noch eine Frage? Eine Frage können wir noch machen, ansonsten würden wir das beschließen. Eine Frage noch. Wie ich das Thema sehe, ist, dass es eigentlich ein hauptsächliches gesellschaftliches Problem ist im Kern. Und zwar die Gesellschaft selbst greift in die Sache nur regulatorisch rein. Allerdings kommerzielle Anbieter agieren im Sinne von, sie schaffen Anreize. Könnten wir es irgendwie schaffen? Also was können wir als Gesellschaft tun, um Anreize zu schaffen, dass es sich in eine freiere Richtung entwickelt? Ich würde die Frage einfach in die Runde stellen. Vielleicht hat jemand anders ein paar interessante Ideen dazu. Okay. Ja, also dazu, ich finde, wir brauchen in erster Linie viel, viel mehr Medienkompetenz. Das ist zum einen die Aufgabe der Schulen aus meiner Sicht, die hier total versagt haben in Deutschland. Das ist ja allgemein bekannt. Aber auch auf anderer Ebene vielleicht. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Weil mir wurde auch oft die Rückmeldung gegeben, wenn ich Leuten jetzt Apps gezeigt habe, die auch einfache Sachen wie Werbung zu blockieren oder die anonymer waren, die vielleicht auch performanter waren, dann wurde mir gesagt, warum setzt sich das eigentlich nicht durch, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil es eigentlich völlig unverständlich ist, dass schlechtere Anwendungen so populär sind mit Nachteilen, die, glaube ich, einem erheblichen Teil der Gesellschaft bewusst sind, aber dann aus so eine Mischung aus Faulheit, Unkenntnis und so weiter, es doch nicht genutzt wird. Wenn wir da ansetzen würden und viel mehr vermitteln würden, könnte man jetzt noch viel bewirken, weil ich habe ehrlich gesagt eine ganz andere Angst, und zwar, was passiert in ein paar Jahren, wenn auch das nicht mehr möglich ist, wenn wir vielleicht noch weniger Open Source haben, wenn der Staat auch noch stärker regulierend eingreift und wir diese Möglichkeit der tatsächlichen Äußerung von, sagen wir mal, unerwünschten, stark unerwünschten Meinungen im Internet kaum noch haben und vielleicht auch die Repressalien gegen Open-Source-Anbieter, was ja vor einer Weile gesagt wurde, sich noch stärker auswirken durch Gerichtsverfahren und so weiter. Das ist die Angst, die ich sehe. Aber ich glaube, jetzt momentan könnte man noch viel tun und hoffen, dass es reicht für die nächsten Jahrzehnte. Ich glaube, ein Grund liegt im Dopamin-Kick. Diese großen Plattformen haben kein Problem damit, gezielt daran zu forschen, wie sie es schaffen, die Leute längst möglich auf dieser Plattform zu halten und die Interaktionen der Leute mit der Plattform zu steigern, weil Zeit auf der Plattform effektiv Geld ist, dadurch, dass man dort Werbung ausspielen kann in dieser Zeit. Und das ist auch dann wieder eine weitere Frage, wo man eigentlich die Diskussion fortsetzen könnte, aber ich glaube, im Anbetracht der Zeit. Ja, wir können das gerne dann noch draußen fortsetzen, für alle, die interessiert sind. Fabian, du bist vielleicht auch noch einen Moment da. Ja, gerne. Ja, Medienkompetenz, ich sage auch mal Bildung, 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 weitertragen. Und genau das hast du ja heute auch gemacht. Vielleicht auch in einer Bubble, aber auch okay. Gerne auch mal das nächste Mal außerhalb einer Bubble. Das heißt, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr gute Fragen gestellt habt und gute Anregungen gegeben habt. Gerne auch dann am Ende der GPN nach draußen tragen, sehr wichtig, haben wir heute auch gelernt. Danke dir, Fabian, für deinen Vortrag und habt noch eine schöne Zeit. Dankeschön.